Repair, eine weitere Joystick-Folge, diesmal nur ganz kurz gezeigt, wie wir am besten Joystick-Kabel wickeln. Zumindest ist das meine Art und Weise. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr das Ganze macht oder wie ihr oder was ihr davon haltet, wie ich damit umgehe. Ich mache es seit Jahren so. Immer wieder lese ich, dass es angeblich durch verschiedene Wickeltechnik zu Kabelbruch kommen kann und dadurch der Joystick nicht mehr vernünftig funktioniert. In meinen ganzen Erfahrungen, die ich mit Joystick-Reparaturen gemacht habe, ist ein Kabelbruch selten. Er kommt vor, ist aber selten, ob das jetzt immer mit der Wickeltechnik zu tun hat oder durch den allgemeinen Gebrauch, weil das Kabel eben in Benutzung ist, wenn man damit spielt, schwer nachzuvollziehen. Auf jeden Fall will ich mal die Vor- und Nachteile aufzeigen, die ich im Laufe der Jahre mit meinen Joysticks gesammelt habe. Gutes Beispiel, der Competition Pro, diese Wickeltechnik außen drumherum oder bei diesem Joystick hier einfach um den Joystick herumgewickelt und hier festgeklemmt. Bei dem Joystick hier war das gleiche, der gleiche Versuch, aber egal wie man es macht, das löst sich immer irgendwie. Das passiert öfter als man denkt. Oder hier bei dem Competition diese Art von Wickeltechnik, wo dann der noch hier unten angeklebt ist bzw. festgezurrt wurde. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Bei den meisten sehe ich hier tatsächlich eher Nachteile, weil der hier steht zum Beispiel nicht gerade, der genauso wenig. Hier liegt das Kabel mitten in der Luft rum. Meine Art und Weise, hiermit umzugehen, ist die folgende. Das Ganze einmal lösen. Dann nehme ich den Joystick, nehme das Kabel hier in die Hand, also 4 Finger breit reicht normalerweise ganz gut, wickel das um die Hand rum, sodass ich jetzt noch ein gutes Stück Schnur über habe. Jetzt nehme ich das hier in die Hand und twiste das einmal, so um etwa 90 Grad und fange jetzt an von oben nach unten das hier rumzuwickeln, bis ich das hier schön eng habe. Und jetzt führe ich den oberen Teil, den Kopf, hier hindurch und ziehe einmal fest. Fertig. Der Joystick liegt gerade. Das Kabel kann ich, auch wenn ich jetzt mehrere Joysticks nebeneinander stellen sollte, zum Beispiel auch so positionieren, dass es nicht nach vorne viel Platz wegnimmt. Mir gefällt das tatsächlich am besten, habe ich viele Erfahrungen mitgemacht. Seit Ewigkeiten mache ich dies so und Kabelbruch bei meinem Joystick habe ich nicht. Nie gehabt. Sagt mir, wie gesagt, eure Kommentare dazu. Also hier noch einmal bei einem anderen Joystick gezeigt. Das funktioniert übrigens auch gut mit den Steckern von einem Analog-Joystick. Das zeige ich dann hier gleich nochmal oder hier kann man es auch sehen. Der ist noch nicht ganz so ordentlich gemacht. Das hole ich gleich noch einmal nach, um zu zeigen, dass es auch hier richtig schön funktioniert. Fangen wir doch direkt mit dem an. Also 4 Finger breit. Hier würde ich sogar noch ein bisschen mehr Luft lassen, damit der dicke Stecker gleich durch die obere Rundung passt. Also genügend Kabel überlassen. Einmal twisten und diesmal etwas weiter unter twisten, unten twisten, damit hier eben mehr Luft entsteht. Jetzt das Ganze hier drumherum wickeln, nach unten hin. Hier oben einmal durchziehen, einmal festzurren und schon hat man das Ganze schön gewickelt. Ich finde es praktisch, nützlich, funktionell. Das machen wir jetzt hier auch nochmal. Greifen, wickeln, lieber zu lang lassen als zu kurz, denn mit dem bisschen komme ich jetzt hier nicht vernünftig drum rum, das Ganze zu machen. Das sähe dann nur so aus. Einmal, zweimal und ihr seht, hier wird es dann schon eng oder wenn ich hier nur eine halbe Drehung mache, ist das Ganze hier zu locker, das sieht einfach nicht schön aus. Deswegen tatsächlich lieber einmal zu lang oder etwas länger lassen. Das hier drehen, drumherum wickeln, durchziehen, festziehen, fertig. So mache ich es. Gerne Kommentare, wenn ihr was Besseres wisst. Ansonsten bis zur nächsten Folge.